Ja, gehen wir weiter, ne? Ja, das kann ja jetzt im Moment hier wieder dauern. Vielleicht haben wir Glück und treffen einen. Das ist sehr leer, der Server, ne? Ihr habt euren Namen übrigens nicht geändert. Ich war ja auch im Spiel. Ich auch. Vito. Mach das doch mal gleich eben. Sollen wir einen neuen Server suchen gleich? Wir können ja jetzt mal die nächste Stadt abchecken, weil wenn das hier wieder leer gegrast ist, dann können wir das echt direkt mit dem Serverwechsel verbinden. Ja, das ist dasselbe wie hier auf dem Airfield ein- und ausloggen. Ja, aber dann treffen wir Halber vielleicht auch mal ein paar Spielspaß, ne? Spieler. Das ist ja eigentlich nur, weil wir den Namen ändern wollen, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Richtig. Ach so. Da muss ich das nur plausibel erläutern. Richtig. Was? Ne, wieso? Ich starte immer neu, wenn ich auf dem leeren Server joine, wo schon alles leer gelootet ist. Warum soll ich da weiter auf dem leeren Server rumrennen, wo nichts mehr zu holen ist? Wäre Unsinn. Jungs, hat noch einer was zu fressen? Ne. Der spricht ja ein bisschen diesem Surviving-Charakter hier. Bei mir ist schon Dem entspricht oder extremely widerspricht dann hungry. aber auch dein Tabellengucken, Mike. So. Weil das ist dann schon Spielmechanik aushebeln. Hast du noch was Spielmechanik Platz? kennenlernen, erstmal zu wissen, ab welchem Level hier welche Anzeige kommt und welches Essen Das welche weiße Energie Waren nehmen bringt, wir auch finde ich nicht. gut zu wissen. Also ich So, habe noch ein da steht doch bisschen. auf so einer Packung Reis, steht doch zum Beispiel eine Nährwerttabelle drauf. Apropos Essen, hat einer noch irgendwas? Ich habe noch 25% Thunfisch und 30% Milchpulver. Ich habe noch ein bisschen Reis. Also auch nicht mehr viel. Und das war's. Okay, dann wartet mal, ich ziehe mir mal so einen Brottrunk rein hier. Ein Bier. Ja, zumindest ist Hungry jetzt nicht mehr braun. Verdammt. Ja gut, zumindest stehen da schon noch Zombies. Das stimmt. Vielleicht haben wir ja Glück. Die Axt schon ausgerüstet. Bisschen früh. Ich nehme den rechten, du den linken, Mike. Jo. Der Mike hätte besser den rechten nehmen können, der ist schneller. Hier liegt noch ein Bauarbeiterhelm. Wer von euch will ihn? Ach nee, danke. Obwohl, warte mal doch. Wo bist du? Hier in der Halle, der Lagerhalle. Das war eigentlich nur ein Scherz. Also ich glaube nicht, dass er einen guten Rüstungswert hat. Oder da wird jeder Motorradhelm, glaube ich, besser rüsten. Ich habe ein Kopftuch. Ich glaube, da ist der Helm besser. Glaube ich auch. Das kann sein, ja. Ja, ich gehe jetzt nicht auch noch hoch. Ich höre noch ein Zombie Sind auch irgendwo. nur Hab schon. Handschuhe und so eine Gut. Wollmütze liegt hier oben. Handschuhe hast du schon? Ja, die habe ich gerade genommen. Ja, gut. Hinter uns ist noch ein Zombie, ne? Naja. Vor uns ist auch wieder einer.
Rennen einfach. Oh. Habe ich irgendeinen von euch getroffen? Nee, ne? Nee. Komm, wir haben das jetzt gemacht. Querschläger. Ja. Von links einer, von rechts. So. Gucken wir mal hier, wa? Ist das schon Elektro da vorne? Ja. Ey, zu. Da ist der Sniperberg. Ah. Das heißt, gehen wir über den Berg? Ja. Dahin? Dann kommen wir direkt zur Feuerwehr. Ja, lass uns erstmal gucken, ob wir was zu essen finden, wenn wir drin sind, oder? Von der Feuerwehr aus, oder? Ja, also bei mir springt gleich wieder um auf Rot. Ja. Wo seid ihr? Im Haus. Ich bin an Schienen. Nix drin. Auf Rot springt gleich bei dir um hin. Da bist du orange. Nee, grad war braun. Also. Ich bin braun. Ja, kurz vor Rot. Rot? Hier vorne nochmal für ein Häuschen. Wo sind die Jungs? Das ist an den Schienen. Schienen. Ja. Ach, ich sehe euch. Ein Spieler wird uns ja schon reichen. Wie viel Schuss hast du für die 45er, Mann? 5 geladen und glaub 63 im Inventar. Ja gut. Eine Magnum. Magnum, ja. Ey, die Türen sind zu, oder? Ja, Zombies stehen hier auch noch. Hier ist... Geil, hier ist Essen. Dose Spaghetti. Ja, da sind wir falsch abgebogen. Wir wollten nicht nach Essen. Haha. Haha. Roter Motorradhelm. Da lasse ich dir den Bohrer. Oh, ein Zombie. Mir ruckelt es hier ein bisschen. Ja, habe ich jetzt auch gerade. So oft ein Zeichen dafür, dass wir das Spieler in der Nähe sind. Ne? Hat mir schon. Ja. Hab ich mir gerade auch gedacht. Was ist los? Tür aufgemacht, stand der Mike dahinter. Ich glaube, wie lange auf einmal geht eine Tür auf. In welchem Gebäude seid ihr? Gar keins, wir sind hinter den Häusern. Ja, hinter den Häusern. Direkt am... Ach so, warte. Ich sehe euch. Bleib mal kurz da. Wo ist der Philipp? Ich bin mit einer Straße. Da hinten ist die Feuerwehr. Okay. Hier ist auch dieses Verwaltungsgebäude. Da gehe ich auch mal rein. Da ist ja eigentlich auch immer was Nettes zu finden. Aber hier waren bestimmt schon Leute. Hast du das Backsteinhaus schon genommen? Ich gehe mal aufs Dach direkt vom Verwaltungsgebäude. Guck mal hier im Backsteinhaus, ob irgendwas ist. Da hinten ist die eine erste Feuerwehr. Da ist noch ein Supermarkt. Oh, Supermarkt. Super-Dupermarkt. Thunfisch, ja. Auf dem Dach ist nix. Wo bist du, Mike? Ich bin... Roten Gebäude? Weiß gar nicht. Backsteinhaus ist ja... Rotes Gebäude. Dazwischen... Ja, da im Hinterhof. So super von dem Sniperberg aus einsehbar ist. Nee, den hab ich nicht. Ich sehe die Feuerwehr. Ich kann beide Feuerwehren sehen. Komm mal zum Bürogebäude hier. Ja, ich liege auf dem Dach. Hier ist der, die Sache mit dem Glitch im Dach. Mit dem was? Guck mal, da ist noch so ein Podest in der Mitte, ne? Ja. Leg dich mal da drauf. Da drauflegen? Ja. Was passiert dann? Glitcht da rein und da ist Munition oder eine Waffe. Echt? In der Review gesehen, wollte ich mal ausprobieren.
Hier liegt ein roter Motorradhelm. Soll ich Tatsache, hier liegt Munition. Ja, meinst du, der lügt? Warte, ich geh mal raus hier. Vielleicht nehmen wir uns da ein bisschen Platz weg. Und noch ein Schnelllader. Für 357er. Ja, fein. Guck an, der Mike. Der kennt sich aus. Bug using. Wissen ist Macht. Und roter Motorradhelm brauchst du? Soll ich mitnehmen? Nee, den habe ich gerade schon liegen lassen. Wo wollen wir denn hin? Zum Supermarkt? Oder. Oh, da ist eine Bar. In die Bar gehe ich ja immer gerne. Da war gerade schon einer unten. Ich bin im Supermarkt. Ja, wir sehen dich. Ich habe irgendwo einen Zombie gehört. Ich höre die ganze Zeit welche. Die sind hier, glaube ich, alle unten im Gebäude. Da auch. Die warten auf uns. Das Gebäude selbst durchsucht, habt ihr schon, ne? Nee, noch nicht. Ich habe hier einen Zombie an der Hacken und kriege den nicht platt. Wo bist du? Verwaltungsgebäude. Vom Supermarkt. Da bin ich gerade im Erdgeschoss rausgelaufen wegen den Zombies. Oh, hier liegt ein Magnum. Oh. Wo denn? Im Verwaltungsgebäude. Aber du hast doch eine. Ich habe eine, ja, klar. Aber ich wundert, dass du die gefunden hast und ich nicht. Genau in der Mitte. Oben im letzten Stockwerk. Ich war nur im zweiten. Oder hier liegt eine Winterjacke. Ja, genau. Eine Winterjacke oder sowas. Habe ich außen angezogen. Ich habe auch eine Downhose und kurze Hose jetzt an. Jungs, kann mir einer bitte hier die Dose mal aufmachen? Boah, ey, was ein Geschrei hier. Ja, ich wurde angesnackt. Zombie? Mein Bild wurde schwarz-weiß. Ja, meins auch. Ich habe schon Bandagen, warte. Nee, bluten. Ist da einer, meinst du? Er sind drei Zombies unten im Erdgeschoss. Ach so, ich glaube die ganze Zeit. Ja. Die machen wir mal weg. Versuch die mal wegzuknallen. Ey, das wird schon wieder schwarz. Der ist hier hochgekommen. Ey, die ist hoch, ja, hab ich auch gesehen, die alte. Die ist hier oben. Wo? Oh. Die ist hier die Treppe hoch. Ich sehe die nicht. Ja, ist schon tot. Mike hat sie weggeschossen. Hier unten liegt eine Magnum? Die habe ich gerade schon eingesagt. Hier liegt auch noch eine, stimmt. Wo? Hier direkt am Eingang. Da wird mir jetzt ein bisschen zu heiß. Ich kann die hier nicht raus. Hauen, ey. Nachher schießt an einer. An der ersten Treppe. Hier im Kopf. Da ist noch einer. Na, kann man nicht treffen, da muss man wieder in die Hocke gehen. Dann geht's. Hier, Tim, im Erdgeschoss, direkt vor der ersten Treppe. Ja, ich nehme eben die Downjacke noch mit. Ich hab die auch angezogen, Downjacke. Besserer Schutz als T-Shirt. Ah ja, hier ist die Magnum. Hat einer noch ein paar Schuss für mich? Na, ich habe auch nicht einen, aber finden wir ja gleich. Ich habe hier so einen Speedloader für dich, Tim. Ja, gerne. Ich leg den hier auf dem Boden. Liegt schon da. Und noch 20 Schuss. Könntest du mir Bohnen hier. Nee, Spaghettis aufmachen? Ich habe keinen Dosenöffner. Ich habe einen. Der erste Bissen geht an mich. Den mache ich dich gleich auf. Ich bringe mal die ganzen Pepsis und so mit, die hier liegen. Sehr gut, ja. Kann ich alles gut gebrauchen. So, jetzt sickt uns hier keiner mehr an. Die Bar hier oben ist auch eine super Stelle zum Snipern. Ich kann den Supermarkt einsehen, ich kann die Feuerwaffe einsehen. Ich kann einmal 180 Grad rumlaufen, alles voll Fenster. Ist das der Supermarkt da gewesen? Ja, ne? Nee. So. Waren wir da schon drin? Kurze Hose, ne? Wer hat von euch die kurze Hose an? Ich. Ah, okay. Ich bin am Krankenhaus hier hinten. Krankenhaus? Wenn ihr im Verwaltungsgebäude vorne rausgeht, seht ihr das schon. Ah, ich sehe dich, alles klar. Du rennst ja an den ganzen Sachen vorbei. Achso. Ja. Rechts ist doch vor allem eigentlich viel interessanter hoch. Ah. Wobei hier unter der Treppe ist schon mal alles weg. Das sieht schon mal verdächtig aus. Was liegt hier? Bluttest-Kit oder sowas? Ne, Start-Kit.
Packen wir mal ein. Hier liegt Bandagen noch 10er. Badly damaged. Das glaube ich egal bei den Dingern. Aber eine habe ich schon, braucht den Platz dann eher für irgendwas anderes. Essen wäre wichtiger. Besser als nichts erstmal. Ne? Was liegt hier? Wasserflasche. Oh. Gar nicht gesehen. Aber eine Wasserflasche gefunden. Guck, kannst du mal oben gucken, ob oben noch was drauf ist. Siehst du meistens schon, wenn du über die Kante guckst. Ich glaube, hier ist ein Magazin. Oh, das ist. Ah, ne, Vitamine. Seid ihr oben im. Auf dem Dach. Aus. Nimm mal hier drüben die Gebäude mit. Ich komme auch runter, hier war auch nicht mehr wirklich was, außer eine einzelne Bandage. Wolltest du eine Sprite oder irgendwas, Philipp? Wasser habe ich gerade noch. Ich müsste mich gleich auch eher so um Futtern oder wie was Muni kümmern. Achso, hier, guck mal, was ich gefunden habe. Ich weiß nicht, ob du den Namen willst. Das bin ich übrigens, mit dem du gerade redest. Achso. Ja, ich bin jetzt irritiert mit den Helmen. Ja. Ich habe einen Helm gefunden. Vielleicht löst es das Problem. Ich eigentlich auch schon dahin gelegt. Ich würde sagen, wir checken jetzt gleich mal die Feuerwehr ab. Jo. Gibt es hier nicht sogar zwei Feuerwehren? Ja. Was sage ich? Meine gibt es zwei. Alter, oh ey, ist jetzt aber Zombie-Hotspot. Hier sind jetzt gerade 3 Zombies drin. Im Krankenhaus? Mal besser runter. Nee, hier in dem Industriegebäude neben dem Krankenhaus, diesem kleinen Fabrikationshaus, wo immer die Maschinenhalle drin ist. Wo ist denn der Tim? Ich habe hier gerade ein Backsteingebäude gefunden. Ich komme wieder zur Feuerwehr. Zum Krankenhaus. Ja, das hat sich doch gelohnt, Jungs. 3 Dosen, 2 Dosen Bohnen, eine Spaghetti. Ja. Feiern wir erstmal. War auch eine kleine Weltreise. So, auf zur ersten Feuerwehr. Erstmal was essen, oder? Ja, hier ist sie doch schon direkt. Hier stehen wir doch schon davor. Ja, aber trotzdem, bei mir ist gerade echt. Wow. Vorsicht. Ja, bei mir auch, aber ich habe noch Zombies an Fersen und nur ein Brecheisen. Hier schießt einer? Bei dir? Nee, das war die Axt. Das ist die Axt nur. Oh, da wurde einer gesnackt, ne? Ja. Seid ihr denn? Seid ihr im Krankenhaus? Achso, ja, ich laufe von Zombies weg. Ich habe die alle weggemacht. Ich, hier, hinter dir, Mike. Hinter dir. Genau. Ah, okay. So, jetzt zur Feuerwehr. Ball. Die Kirche noch mitnehmen. Mike, ich schmeiß schon mal eine Dose Bohnen hier hin, wenn du mir die öffnen könntest. Ja. Beziehungsweise zwei. Mach Philipp, mal. Du brauchst auch eine, ne? Ja. Wobei, oder hast du was? Eben erstmal die Feuerwehr abchecken. Ne, zuerst lass uns das im Gebäude machen, das ist mir zu heiß. Ich hab die Bohnen schon hingeschmissen. Ey Jungs, das Tor steht hier schon mal auf zur Feuerwehr. Das ist schon mal scheiße, weil das ist eigentlich immer zu. Hier, das Tor, das zur Straße hin. Okay. Ah, jetzt hab ich's gerade genommen. Ja. Na, du hast recht, Mike. Ja, jetzt liegen sie aber sofort hier. Super. Hier war auch schon jemand, nur noch Feuerlöscher. Warte mal, was liegt hier? Ne, hier war einer. Ein Messer liegt hier noch zum Mitnehmen. Und zwei ist doch gut. Und zwei Paar Handschellenschlüssel. Oh, gut. Aber mit dem Messer kannst du auch Dosen öffnen auch. Ja, ich hab das jetzt mal eingesteckt. Ich meine, das ist natürlich auch nicht der Burner. Brecheisen. Also ich hab die da hingelegt. Ich hoffe, die kauft wer. Ja, ich hab die andere Dose jetzt auch direkt nochmal hingelegt, Mike. Dann könntest du mir die vielleicht doch nochmal öffnen. Liegt da draußen nicht was? Was war da draußen nicht was?
Wirklich. Ja, hier war schon einer. Dann die andere Feuerwehr, ne? Ja. Ist ja nach hinten raus. Jo, danke, Mike. Ach so, die ist noch zu, ne? Ja, aber eine Pepsi liegt im Pfeil. Oh, ja, nämlich gerne. Hier auch nochmal ein Messer. Blut verschmiert. Nehme ich mal mit. Das ist doch gut, dann macht ihr schon mal die eine Feuerwehr klar. Dann können wir gleich zum nächsten. Na, die ist schon leer hier. Hier ist nichts mehr zu holen. Ne, die andere. Leider nur nicht, wo die ist, die andere. Die ist nach hinten, so Richtung Berg raus. Da hinten, wo der ganz hohe Turm steht, wo dieses Elektroding ist. Jo. Dieses Stromwerk. Mit dem hohen Schornstein, der weiß, weiß-rot ist. Den seht ihr als ersten, den Schornstein. Ja, ich sehe das auf der Straße. Ich esse jetzt nur zur Hälfte die eine Dose, Mike. Den Rest mache ich später. Danke. Ja. Wolltest du gleich noch eine Dose, so eine Sprühdose haben? Ach, ist egal. Schmeiß ich das Ding gleich weg. Welche Farbe? Grün? Ach so, ja, das gibt ja unterschiedliche. Schwarz und grün gibt's, glaube ich. Noch. Black? Nee, grün nehme ich mal. Ausprobieren. So, die Jungs sind irgendwie in die Richtung gelaufen, aber ich weiß nicht genau. Zum Schornstein, ja, zur Feuerwehr raus, nur ich sag mal, da ist auch wirklich nur die Feuerwehr, das heißt, in einer Minute sind wir auch schon da und dann können wir euch sagen, dass das wahrscheinlich auch schon leer gelootet ist. Wir sind direkt hinter euch. Tür steht auf jeden Fall schon mal auf. Oh nein. Und... Na, sieht aber doch, ist besser, sieht besser aus. Hier ist zumindest schon mal ein Erste-Hilfe-Kit. Eine Feuerwehr-Axt. Oh, eine Axt könnte ich auch gut gebrauchen. Ein Kompass. Oh, super. Ich habe auch noch keinen, glaube ich. Ja. Eine Dose Pepsi. Eine Dose Bier. Ein Walkie-Talkie. Kann ich mir die Axt schnappen? Hier ist noch eine zweite Axt. Super. Cool. Hier liegen graue, grüne Cargo-Pants. Oh, ein Medpack. Wolltest du das mitnehmen, Mike? Ja, nimm dir ruhig eins. Du hast ja auch noch keins, ne? Ja. Ich habe meins letztens verloren. Ich... Also, richtig. Ist meine Hose jetzt runtergefallen? Wolltest du Bandagen haben? Das ist meine Hose. Ich kann ja eine Packung rausnehmen. Verteil lieber an die anderen. Ich habe eine. Also hier liegt noch eine schwarze Cargo-Pant mit 6 Platz. Muss nicht unbedingt. Philipp? Ich habe eine 6-fach-Hose. Ich habe noch keine. Ja, dann nimm du die schwarze hier. Unten in dem Erdgeschoss vom Feuerwehrturm. Und hier oben liegt noch Munition für die 3 57er. Ja, mitgenommen, ne? Schön für die Magnum, das ist ja super. Habt ihr jetzt alle eine Magnum? Jo. Da ist nichts mehr rum. Alles gut? Ist von der Treppe gefallen. Das sah zumindest so aus. Ne, was war mir oben noch? Eine Cargohose? Nee, nee, nicht hier unten. Handschuhe? Unter der Treppe. Alter, deine Hose sieht aber auch extrem scheiße aus, die du anhast. Ich finde die Daunenjacke auch super Porno. Wessen Hose? Ja, der hat das schon umgezogen. Welche meinst du? Die liegt auf dem Boden jetzt. Vorher so eine Dreiviertelhose. Ach so. Oh, hier liegt noch eine Dose irgendwie. Zombie? Ja. Hab ich. Spraydose. Ne, eine Cola-Dose habe ich gerade eingesammelt noch. Die lag da in dem Karton. Da ist einer am Dach drauf oben? Ganz oben, ne? Doch, auch draußen? Achso, draußen, nein. Wie draußen? Wo geht das denn? Da wurde den Typ mal weg. Außenfassade. Kannst du einmal erst aufs Hauptdach und vom Hauptdach aus kommst du nochmal mit so einer kleineren Leiter ganz oben drauf. Da gucke ich jetzt auch nochmal, weil da liegt ja auch schon mal irgendwie so ein Waffen-Add-on oder ein Holster oder sowas. Komm, das machen komische Geräusche. Oh, oh. Warum habt ihr denn so lange gebraucht für den? Weil er bei mir in der Abwehrhaltung war und irgendwie macht er dann so wenig Schaden.
Ach was, wenn du die Daunenjacke anhast, kannst du kein Holz da anziehen, das ist ja auch geil. Ja. Ich bin immer noch hungry. Ich bin immer noch hungry. Ich esse auch mal Thunfisch, den Rest, bevor der schlecht wird. Alter, ich habe doch eben noch eine Magnum gehabt, wo sind die jetzt hin? Nee. Hattest du die in der Hose? Alter. Das kann doch sein, dass die vielleicht in der anderen Hose noch drin ist. Ich habe mich mal umgepackt eigentlich, alles was da drin war. Da war die Magnum nicht drin, wo ist sie? Ich guck nochmal. Geh nochmal rein, vielleicht hat er ja doch da drin. Hab ich zwar nicht. Was weiter, über die ich hochgekommen bin. Bitte weg. Was sagst du? Ich bin hier über eine Leiter hochgestiegen auf dem Gebäude. Die sehe ich jetzt nicht mehr. Das ist schlecht. Spring auf meine Daunenjacke, Mike. Die ist jetzt an einer anderen Stelle. Naja, egal. Nee, ich hab mich vertan. Ja, einmal im Kreis gedreht und wusstest nicht mehr, wo du warst. Ne? Passiert mir alle 5 Minuten. Die hatte kein Geländer wie die anderen. Ich habe Motorradhelm schwarz gesprüht. Ach. Jo. Ja, gib mal her. Das mache ich auch. Oder ist sie leer, die Dose? 75 liegt hier. Ich wollte es gerade erst noch ausprobieren und dachte, es funktioniert nicht. Seid ihr noch in der Feuerwache drin? Nee. Ja, ich bin drin. Wir stehen hinten auf dem Hof. Ach, ist das nervig. Jetzt hat er eine Sprühdose in der Hand und will die nicht wegschmeißen. Kannst du einfach auf das rote X, oder? Jetzt, ja. Oder Escape. Möchte einer irgendwas umlackieren, sonst schmeiße ich die weg, die Dose. Ich würde gerne die Magnum wiederfinden, die ich gerade verloren habe. Okay. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab nur die Hose getauscht. Oh, badly damaged, die Axt. Ja, meine auch. Besser als gar nichts. Ja, besser als nichts, das stimmt. Ja, fett. Whoop. Ja. Ja. Wo war das? Weiter geht, ne? Ich verschaffe uns mal kurz einen Überblick. Ich bin hinter euch. Wenn ihr hinten nach oben guckt. Ja, ja. Oh. Interessant. Ich werde mich mal, glaube ich, hier an den Waldrand hocken. Was ist denn mit der Kirche? Kann man da rein? In den Waldrand. In manche kannst du rein. In die Kirche. Die kommst du rein, da war ich auch gerade schon drin. Ist nichts drin. Da liegt immer nur das Neue Testament rum. Ja. Will ich noch höher? Klar. Nee, noch höher geht nicht. Ich kann nur wieder runter. Glaubt ihr nochmal in die Stadt? Ja, zumindest hier einmal gucken. Ich bräuchte noch was zu essen und eine Waffe. Wo seid denn jetzt ungefähr hin? Wieder Richtung Stadt, die Straße entlang. Bin ich, also die Straße, die zum Umwerk führt. Warte mal, du hast einen lila Rucksack, Philipp, ne? Ja. Okay. Aber er schießt mich ruhig, ist nicht schlimm. Hier ist echt ruckelig in der Stadt. Ja.
Hast du die Tür zugemacht, Philipp? Nee. Ja, noch. Oh, hier ist eine Dose Spaghetti, Philipp. Oh. Oder Bohnen sogar. Noch besser. Gemüse. Holz haben? Das Ding? Mir wurscht, ich hab eh nichts, aber keine Waffe, gerade auch schon wieder halt keinen Bock mehr. Das ist auch scheiße, wenn er anfangs direkt zu dritt oder viert rumrennst. Da muss jeder Fressen ja noch quasi durch vier Leute teilen. Ach, ist doch egal, oder? Ja. Aber wenn ich nicht gerade am Verhungern wäre, wäre mir das egal, richtig? Ja, du kannst ja was zu essen haben. Die Frage ist halt nur, willst du die selbst aufmachen oder soll ich dann mit, soll der Mike dann übermachen? Am besten Mike, ne? Dann ja, mit dem Supermarkt, kannst du da auch noch was von essen. Aber hier liegt ein roter Motor. Du bist das doch hier, Mike, im Supermarkt, ne? Ich bin im Supermarkt, ja. Ich leg die Dose mal auf den Boden, dann kannst du die vielleicht... Eine Himmelsrichtung kommen sie. Philipp, aufmachen. Warte mal, was liegt denn hier noch? Da ist auch noch was zu trinken. Pepsi, Sprite. Hier ist auch mal so ein Rasputin-Drink. Ach, guck mal hier, Milchpulver. Das gibt richtig viel, da musst du nur eine Quelle finden und dabei trinken. Da gibt auch richtig viel. Warte mal, habe ich nicht auch schon Milchpulver im Inventar? Doch, hier, Powdered Milk. Muss ich das nur in Wasser hauen oder was? Kannst du so versuchen. Dann musst du ein bisschen dabei trinken. Das Hydrated wieder weg. Hier liegt nur eine Axt, die auch badly damaged ist. So, wo seid ihr denn jetzt? Hier liegt doch alles jetzt an ich Essen. Ich bin im Hinterzimmer, warte mal. Ja, liegt hier vorne. Dose ist offen. Noch wie geht das mit dem Milchpulver? Das muss ich in Wasser schütten oder einfach nur zusammen fressen? Nein, einfach fressen. Den Inhalt. Okay, warte, Milchpulver fressen, echt? Eat. Das ist auch richtig ergiebig, 10-mal. Stimmt. 90% kann ich da einmal... Aber trink am besten auch was. Hier, ich gebe dir noch eine Pepsi, wenn es nicht. Nein, ich hab Wasser. Ich habe zwei Wasserflaschen mittlerweile und eine Pepsi. Ja, korrekt. Und dann eine das Flasche. Soll schon reichen. So, warte. Kann ich mir die Sachen vom Boden hier wegnehmen? Ja, sicher. Ich fress jetzt einfach mal ein Milchpulver. Das sollte hier auch erstmal reichen. Nee, fress die Bohnen. Ja, aber das muss wieder mit dem Milchpulver auch klappen. Stimmt. So, jetzt schon mal das Hungry Bag. Super. Sofort wieder da? Ja, dann nehme ich die Bohnen mit. Wir können sie ja später teilen. Hier einen Brunnen oder irgendwas? Habt ihr was gefunden? Noch nicht, nee. Ne, hier ist aber auf jeden Fall ein Brunnen. Der ist aber, glaube ich, eher am Wasser. Eher in Wassernähe. Guck mal. Auch in so einem Hinterhof von so einem kleinen Bauernhäuschen aus Holz. Wo wir sind. Aber hier, ja, wenn wir Glück haben. An der Kirche ist meistens auch irgendwas. Geh mal zur Kirche. Hier ist ein Waffen-Kit. Nehme ich nicht mit. Möchte man ein Bluttest-Kit? Nö, ich hab schon. Ich weiß schon Bescheid. So. Ja. Weiter? Jo. Habt ihr ein bisschen was zu trinken? Wasser habe ich. Ich hab. Ich hab jetzt nichts mit, aber. Ich hab anderthalb Flaschen mit Wasser. Ich hab jetzt noch einen Brottrunk, eine Dose Bohnen schon geöffnet und Spaghetti. Jo, ich hab noch zwei Flaschen Wasser, aber bin dafür auch gerade nicht mehr hungrig. Beide voll? Nö, 130%. Eine 90% voll, eine 40% voll. So, hier, Kini. Warte mal, hast du jetzt den grünen Helm auf? Nee, du hast. Ah, nee, ich hab die Daunenjacke. Daunenjacke an, alles klar. Boah, das sieht aus. Helly Hansen. 90er. Ich hab die wieder ausgezogen. Da liegt noch eine Sprite von einem von euch? Ja, hab ich den Tim hingelegt. Cool. Ja, danke. Ich benutze die jetzt nur noch nicht.